Achtung! Die folgenden Bilder zeigen unendliche Traurigkeit für Oldtimer-Liebhaber und andere Auto-Enthusiasten. Wenn ihr nicht sehen wollt, wie Autos vor euren Augen auseinanderfallen, dann schaut das Video trotzdem an, damit ich euch erklären kann, was ich davon halte. In Amerika ist es gar nicht so selten, kaputte, rostige Oldtimer am Straßenrand zu sehen. Klassiker, welche eigentlich damals wie heute begehrt sind. Verlassen. Verrottet. Vergessen. Eine Schande, so viele begehrte Wagen den Elementen auszusetzen. Regen, Sonne, Winde, alle sorgen sie für den fortlaufenden Rost. 95% aller solcher Autos sind viel zu kaputt, um sie zu restaurieren, außer sie werden aus komplett neuem Blech gebaut. Und da beginnt das Argument, wieso ich denke, dass diese Form von Erhaltung die bessere Variante ist. Es ist wichtig zu bedenken, dass die Autos, wie ihr sie vor euch seht, keine restaurierten Stücke waren, welche dann verrottet lassen wurden. Es waren schon funktionsuntüchtige Autos vom Schrottplatz, welche vor der Presse gerettet wurden und dann hierher gebracht wurden. Hätte jemand diesen Stücken die Liebe gegeben, die sie gebraucht hätten, dann wären sie nicht auf dem Schrottplatz gelandet. Aber diese Fahrzeuge waren auf dem Schrottplatz für Jahrzehnte, entsorgt nach ihrem Erstgebrauch, bevor sie für einen neuen Zweck gefunden wurden. Werbung. Diese Fahrzeuge standen vor einer kleinen Bar direkt neben einer Verkehrsstraße. Da es kein Restaurant einer ganzen Kette ist, würde niemand extra stehen bleiben, um dort zu essen oder ein Bier zu trinken. Aber mit den Autos drehen sich die Autofahrer danach um und besuchen diesen Ort. Ich weiß es. Bei uns hat es auch funktioniert. Man holt sich einen handgemachten Burger und ein Getränk, während man sich über die Autos vor der Tür unterhaltet. Man beginnt Fragen zu stellen. Wo kommen die Autos her? Wie lange stehen sie schon hier? Welche Wagen sind es überhaupt? Und wenn man sie genauer betrachtet, kommt die Geschichte der Autos ans Licht und man stellt sich mehr Fragen. Warum hat dieses Auto Einschusslöcher? Was wurde in diesem seltenen Van transportiert? Sind es die Reifen, so wie sie hinten drin liegen? Gehörte dieses Fahrrad dem Besitzer oder vielleicht dem Kind des Besitzers? Woher kommen diese großen Beulen? Von einem Unfall vielleicht? Mit all diesen Fragen beginnt man zu überlegen. So wie andere stundenlange Gemälde anschauen können, um die Gefühle und Gedanken des Künstlers zu sehen, kann ich stundenlang diese Autos ansehen, um ihre vergessene Geschichte zusammenzusetzen. All dies wäre nicht möglich, wenn man sich um die Autos gar nicht gekümmert hätte. Denn ein verschrottetes Auto erzählt keine Geschichten mehr. Es wurde zur Geschichte. Und klar, man könnte die Wagen vom Boden auf neu aufbauen. Aber dann verliert der Wagen all diese Geschichten. Und nach 3 Stunden konnte ich das respektieren.